Nein, ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Herzlich willkommen zu Ruhe vor dem Gipfelsturm. Heute geht es um die Lausche und das ist der Berg, mit dem ich Staffel 1 von der Bergsteiger abschließen möchte. Warum ich die Lausche ausgewählt habe? Nun, die Lausche ist ein verdammt cooler Berg. Erstens ist es nicht wirklich ein Berg, sondern ein erloschener Vulkan. Er ist 772,6 Meter hoch und ist zwar nicht der höchste Punkt Sachsen, aber dafür der höchste Punkt des Hittauer Gebirges, der höchste Punkt im Lausitzer Gebirge und der höchste Punkt in Deutschland östlich der Elbe. Dann ist der Berg unfassbar geschichtsträchtig. Seit dem 17. Jahrhundert pilgern die Menschen auf diesem Berg, bewiesenermaßen. Und es gibt sogar einen Song zu dem Berg. Und eine lokale Sage. Hey, Achim. War denn nur schon wieder, Helmut? Drück mal wieder die Leber. Psst, nicht so laut, Mensch. Guck doch mal da am Baum, was ist das denn für eine Missgeburt? Ach, du bist der Vogel. Schau doch mal, wie der ausschaut. Vom Kopf und Schnabel ist es ein Lämmergeier. Aber die Fittiche sind vom Fregatvogel. Der Schwanz vom Sekretär und der Ständer vom Storch. Der Prinz aus dem Böhmerlande. Der was? Der Prinz aus dem... Was hat er mit dem Viech zu tun? War ja klar, dass du keinen Schimmer von Kultur hast. Ich erklär's dir. Vor langer Zeit lebte ein Prinz in Böhmen. Er war der geborene Fürst. Anmutig, klug und bewandert in allen Gebieten der Wissenschaft. Und nicht mal alkoholabhängig? Auch nicht. Wahnsinn. Doch er war besessen von der Jagd. Eines Tages, hier an der Lausche, schoss er einen Adler, der majestätisch durch die Luft kreiste. Das Vieh war sofort tot und klatschte zum Boden. Ja super! Ja nee. Aber das Viech ist im lokalen Zauberer in den Kräuterjarden geklatscht. Und der war dann aufgewacht und war brasilianisch aus dem Häuschen. Wer wagt es, mich aus meinem Schlummer zu wecken? Meine Beeren! Meine Tollkirschen! Nein! Der Zauberer sah sich den Pfeil an und erkannte das königliche Wappen, eingraviert in die Pfeilspitze. Dieser verdammte Prinz und seine Jagdsucht. Das wird ihm noch sehr leid tun. Direkt ins Schwarze! Knappe! Habt ihr das gesehen? So weit habe ich noch nie getroffen! Oh! Hallo, Herr Zauberer! Habt ihr meinen Schuss gesehen? Das habe ich. Eure Beute hat meinen Garten ruiniert. Nein, nein, ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Sei einer des Geschlechts, wovon du einen getötet. So lange, bis dich ein Jäger, der seiner Herrschaft nie etwas veruntreut hat, erlegt. Bis zu diesem Tag hat es noch niemand geschafft, den Prinz zu erlösen. Vielleicht hat es auch einfach noch niemand versucht. Die Sage ist zwar ziemlich cool, doch auch die echte Geschichte ist ziemlich interessant. Bis zum 17. Jahrhundert hieß die Lausche nicht Lausche, sondern Spitzer Stein. Zumindest wurde das in Büchern gefunden. Und seitdem heißt es der Berg Lausche. Und das kommt entweder vom Alttschechischen und bedeutet Grenze oder vom Wort Luschen, also so auf der Pösch sein, auf der Jagd hocken. Luschen würde sich auf den Prinz aus der Sage beziehen. Ich denke aber eher, dass es Grenze heißt, weil genau auf der Spitze der Lausche sich Österreich und Sachsen früher getrennt haben. Außerdem wurde die Lausche vom 16. bis zum 20. Jahrhundert für den Abbau von Sandstein genutzt und anderen Mineralen. Das sind alles Dinge, die die Lausche ganz cool machen. Allerdings war die da noch nicht wirklich berühmt. Wir kennen ja sehr viele die Lausche. Wie ist das passiert? Ich sage euch, es war ein Mann. Karl Friedrich Matthes. Und der war geil, weil der hat 1806 einen zweiten Wanderweg gebaut. Davor gab es nur so einen ganz steilen Weg, wo niemand hochkam. Und auf diesem Wanderweg konnten dann auch Touristen hoch und
Rentner und Kinder. Und der hat dann angefangen, in der Zeitung Werbung darüber zu machen, hat die Naturfreunde angesprochen, hat gesagt, hey, das ist ein geiler Berg, der hat eine ganz markante Form. Ich persönlich nenne den das Matterhorn Sachsens, weil die Lausche quasi so spitz und markant raussteht im Vergleich zu den anderen Hügeln. Und der hat halt gesagt, okay, der Berg ist voll cool, kommt mal alle her. Und das haben die auch getan. Der Tourismus ist mega angestiegen. Er hat 1820 die sogenannte Lausche-Baude direkt oben auf der Lausche gebaut. Und das hat sich alles ziemlich entwickelt. Der Tourismus stieg an und auch die Lausche-Baude wurde ausgebaut. Es gab einen Tanzplatz, es gab eine Kegelbahn und es gab eine Aussichtsplattform. Und viele Leute haben den Blick von der Lausche mit dem Blick von der Schneekoppe verglichen. So geil war die Aussicht. Doch nicht nur für den Tourismus war der Berg wichtig. Mitte des 19. Jahrhunderts hat auch die Freikirche angefangen, oben auf dem Berg Bergpredigten zu halten. Und selbst der Kaiser Friedrich August II. Besuchte den Berg über den einfacheren Wanderweg. Durch den Tourismus und die Berühmtheit wurde die Lausche-Baute noch einmal ausgebaut. Und mittlerweile haben sie sich sogar diese Grenze zwischen Sachsen und damals Österreich zu Nutzen gemacht und die Lausche so benannt. Auf der einen Seite gab es dann Zimmer, die nach Sachsen benannt wurden, auf der anderen Seite Zimmer, die nach Österreich benannt wurden. Und auf der einen Seite wurde sächsisches Bier und auf der anderen Seite österreichisches Bier verkauft. Tatsächlich gab es auf der Spitze der Lausche-Baude sogar einen 10 Meter hohen Aussichtsturm. Das war quasi schon so eine kleine Festung da oben und war enorm beliebt. In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde dann sogar noch der Wintersport kultiviert. Die haben relativ früh angefangen, da die Lausche runterzurodeln. Mittlerweile gibt es 3 alpine Skipisten dort oben. Allerdings war in der Hälfte des 20. Jahrhunderts schon etwas mit der Lauscherbaude passiert. Denn der Zweite Weltkrieg tobte in Deutschland. Und danach war die Lausche abgesperrt mit Stacheldrahtzäunen, eben weil das die Grenze war. Und das hat den Tourismus natürlich extrem geschadet. Und am 8. Januar 1946 geschah das große Unglück. Die Leute waren unten im Dorf, schauten zum Berg hoch und sahen, da brennt's. Und tatsächlich, niemand weiß genau warum, ist die komplette Lauschebaude an diesem Tag bis auf die Grundmauern abgebrannt. Und wer heute dorthin pilgert, sieht keinen Aussichtsturm, keine Tanzhalle, keine Kegelbahn, nur noch Reste einer Ruine und ein paar Schilder, die an die Lauschebaude erinnern. So, und wenn ihr nun selbst Bock habt, auf die Lausche zu gehen, wo ihr nicht alleine sind, tatsächlich zieht die Lausche heutzutage wieder 10.000 Wanderer pro Jahr an, dann sage ich dir, es ist gar nicht so schwer. Du brauchst feste Wanderschuhe, du kannst von der Nordseite, das ist die deutsche Seite, oder von der südlichen, das ist heute ja Tschechien, starten. Ich habe es von der Nordseite probiert und da sind das ungefähr 200, 300 Höhenmeter, je nachdem wie weit man davor schon mit dem Auto ranfährt. Tatsächlich führt die Straße so ziemlich den halben Berg hoch, also wenn man nicht allzu viel laufen kann, kann man sich das auch geben. Die Aussicht ist nach wie vor fantastisch. Die Aussichtsplattform ist sogar noch zu Teilen erhalten. Das heißt, da kann man sich ausruhen, entspannen und in die Ferne gucken, solange das Wetter geil ist. Und wenn ihr visualisiert sehen wollt, wie jemand die Nordroute hochgeht, dann schaut auch auf meinem Kanal vorbei. Vielleicht ist es schon draußen. Wenn ihr das Video direkt guckt, kommt das Video am Samstag. Die finale Folge von der Bergsteiger Staffel 1. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr diese Infovideos toll findet und auch Infos zu anderen Bergen möchtet oder meine persönliche Reise weiter verfolgen wollt. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Sehen wir uns. Ciao.